Revolte auf Europas Flughäfen, Passagiere, die sich weigern, in den Flieger zu steigen. Und diese Frau säubert Tatorte und das hauptberuflich, wo die erste Tatortreinigerin Österreichs, aber trotzdem an ihre Grenzen stößt, jetzt im Kaffee Puls Magazin. Schönen guten Abend. Zunächst aber starten wir mit dem ja vermutlich Foto des Jahres. Dieses Foto hier zeigt nämlich den Moment, in dem ein Taucher verschluckt wird. Von einem Wal. Ich glaube, der Mann hat den Schock seines Lebens bekommen, hatte quasi seinen persönlichen Pinocchio- oder Jona-Moment. Man muss dazu sagen, das Ganze ist nochmal gut ausgegangen. Der Mann, der dieses Foto geschossen hat, ist übrigens Steirer. Und wie er diesen Schreckensmoment für sich erlebt hat, das hat er uns heute erzählt. Heinz, hast du es drauf? Ich glaube, ich war im Wal drinnen. Dieses Foto geht gerade um die Welt. Ein Taucher im Maul eines riesigen Wals. Geschossen hat es ein Österreicher. Der Steirer Heinz Tupperzer ist einer der wenigen professionellen Unterwasserfotografen des Landes. Regelmäßig begibt er sich vor der Küste Kapstadts auf Touren, um gemeinsam mit einem speziell ausgebildeten Team Urlaubern das ultimative Abenteuer zu bieten und mit seiner Kamera festzuhalten. Mit entspannten Ferien haben seine Trips allerdings nur wenig zu tun. Die Leute glauben, sie sind auf Urlaub. Ich sage das immer vorweg, das ist Hardcore da hier in Südafrika. Wir sind 5-6 Stunden am Boot. Die Sonne knallt runter. Es sind sehr hohe Wellen. Also das sind keine normalen Urlaubsverhältnisse. Deswegen nehme ich auch keine normalen Urlaubstaucher mit. Mit ist allerdings sein Freund Rainer Schimpf aus Deutschland. Er ist quasi der Tourguide für die Tauchergruppe, die Heinz fotografieren sollte. Das Ziel? Einen sogenannten Baitball auf hoher See zu finden. Was ist das Baitball? Also das ist diese Zusammenführung der Sardinen, auf die wir suchen, die von unten raufgetrieben werden an die Wasseroberfläche und bilden dann diesen Ball, wo dann alle Prädatoren, sei es jetzt da Wale, Haie, Delfine, die Tölpel von oben runterschießen. Es gibt weltweit keine Situation, wo es so viel Action gibt im Wasser wie dort. Wie viel Action Heinz an diesem Tag noch erleben wird, war ihm anfangs nicht bewusst. Er konzentriert sich wie üblich aufs Fotografieren. Ich sehe, es brodelt. Ich merke, okay, schieß mal durch und da. Sehe während dem Fotografieren, dass da irgendwas Riesiges rauskommt, dass es irrsinnig spritzt, dass viele Leute schreien. Nur ich bin natürlich konditioniert als Fotograf, dass ich trotzdem draufbleibe, genau bei diesen Situationen. Ich habe durchgedrückt, habe die 15 Fotos geschossen, habe gesehen, das ist wieder im Wasser und dann habe ich erst die Kamera abgesetzt. Und dann haben wir Rainer gesagt, Rainer, was ist mit dir? Und dann hat er gesagt, das Einzige war, Heinz, hast du es drauf? Ich glaube, ich war im Wal drinnen. Und Heinz hat es drauf. Bei dieser Aufnahme muss wohl auch ein noch so professioneller Fotograf von Glück sprechen. Und wo wir schon bei Glück sind, wie viel davon hatte Rainer Schimpf eigentlich, dass der Wal ihn wieder ausgespuckt hat? Der Wal selbst ist ja keine Gefahr für uns. Das heißt, ist ein Bartenwal, der kann auch nicht verschlucken. Der hat ja nur einen Durchlass für seinen Magen, der einer Kokosnuss entspricht. Wale machen überhaupt nichts und sind super friedliche Giganten. Eine unglaubliche Geschichte und ein unglaubliches Foto, über das heute die ganze Welt spricht. Auf vielen Flughäfen in Europa herrscht gerade Chaos, weil sich immer mehr Passagiere weigern, in die Boeing 737 MAX einzusteigen. Sie gilt ja seit dem Wochenende als absoluter Problemflieger. Immer mehr Länder verbieten diese Boeing auch. Sie sei einfach zu gefährlich. Keiner von uns möchte mit der Boeing 737 MAX fliegen. Wie kann ich herausfinden, für welchen Flieger wir reserviert haben? Ich weigere mich, damit zu fliegen. Kann ich kostenlos umbuchen? Mit einer Boeing 737 MAX will zurzeit definitiv keiner fliegen. Erst recht nicht, nachdem jetzt feststeht, warum es zum Absturz in Äthiopien gekommen ist. Schuld ist ein Softwareproblem. Dieses System zur Fluglagestabilisierung, das sogenannte MCAS, soll eigentlich verhindern, dass bei hohem Anstellwinkel die Nase des Flugzeuges weiter nach oben geht und das Flugzeug in den Strömungsabriss kommt. Dieses System drückt die Nase nach unten. Aber genau dieses System wird in Äthiopien zur Todesfalle. Der Verlauf ist ähnlich wie beim Flugzeugabsturz vor einigen Monaten bei Lion Air 610. Ich vermute, dass genau das passiert ist, dass die Piloten die Nase des Flugzeuges nicht nach oben ziehen konnten. Experten haben jetzt den Verlauf des Dramas von Äthiopien rekonstruiert.
Um 8.38 Uhr startet der Flug ET302 in Addis Abeba. Schon kurz darauf kämpft die Boeing 737 MAX mit Geschwindigkeitsproblemen. Das Flugzeug erreicht in 2,6 Kilometern Höhe die Grundgeschwindigkeit von 710 km/h. Doch der Pilot meldet technische Probleme und bekommt die Umkehrerlaubnis. 3 Minuten nach dem Start bricht der Kontakt mit der Maschine ab. 60 Kilometer von Addis Abeba entfernt kommt es zum Absturz. Ein Augenzeuge berichtet: Ich habe den Flieger runterkommen gesehen. Er hat sich zweimal in der Luft hin und her gedreht und hinten kam Qualm raus. Dann ist er auf den Boden gekracht und explodiert. 157 Menschen sterben. Eigentlich wären es 158 gewesen, aber ein Passagier hatte tausende Schutzengel. Der Flug sollte um 8.15 Uhr gehen. Ich war um 8.03 Uhr dort, aber alles war schon zu. Ich habe mich beschwert, weil es ausgemacht war, dass sie auf mich warten sollten. Ich habe noch den letzten Passagier reingehen sehen, aber das Gate war schon geschlossen. 350 Maschinen der Boeing 737 MAX sind zurzeit weltweit im Betrieb. Heute sperrten viele Länder den Luftraum für die Maschine, darunter Österreich, Deutschland, Großbritannien und Frankreich. Der Großteil der amerikanischen Fluglinien verzichtet dagegen vorerst nicht auf den Unglücksflieger. Auch in Europa ist die Boeing 737 MAX noch im Programm, und zwar bei der tschechischen Smartwings, der belgischen und schwedischen TUI, Iceland Air und Norwegian. Boeing arbeitet jetzt mit Hochdruck an einem Software-Update ihrer Unglücksmaschine. Das ist mehr als dringend nötig, denn 4.659 zusätzliche Exemplare der Boeing 737 MAX sollen in den nächsten Monaten ausgeliefert werden. Äußerst problematisch, denn es wird vermutlich noch lange dauern, bis das Vertrauen in die Sicherheit dieses Flugzeugmodells wiederhergestellt ist. Wie kann ich herausfinden, mit welchem Flugzeug wir fliegen? Ich steige nicht in eine Boeing 737 MAX. Ja, und wir bleiben gleich beim Thema Fliegen. Jeder Einzelne von uns soll im Jahr maximal 3-mal in den Flieger steigen dürfen, der Umwelt zuliebe. Das fordern die Grünen. Zumindest in Deutschland, da gibt es gerade riesen Aufregung wegen dieser Forderung. Aber wäre das auch was für Österreich? Das haben wir heute wieder den Stammtisch gefragt. Wenn das die Umwelt schont, dann ist das sicher eine Initiative, die denkbar sein sollte, ist halt die Frage, wie weit sie dann wirklich in der Realität umgesetzt werden kann. Nein, also es wird einem alles immer mehr und mehr eingeschränkt. Da ist viel besser keine Verbote, sondern Aufklärung für junge Alte, wie ich bin, dass sie eben weniger fliegen, dass sie mehr mit der Bahn fahren sollen. Aber es gibt einfach Leute, die beruflich öfter fliegen müssen. Und da könnte ich mir nicht vorstellen, dass man das einschränkt. Die Umweltbelastung durch den Flugverkehr ist extrem hoch. Nur ein Urlaubsflug eines Pärchens in die Karibik belastet das Klima in etwa genauso viel wie 100.000 gefahrene Pkw-Kilometer. Damit ist das Flugzeug das schmutzigste Verkehrsmittel überhaupt. Die Grünen in Deutschland fordern deshalb jetzt eine Flugbeschränkung für alle. Jeder soll pro Jahr nur mehr 3-mal hin und her fliegen dürfen. Aber würden wir damit auch auskommen? Ich bin geschäftlich unterwegs einmal im Monat aus Griechenland in Zentraleuropa. Und das heißt also, circa 10 bis 11 Mal im Jahr bin ich unterwegs. Ich reise relativ viel und es gibt schon Jahre, wo ich 3-mal auch geflogen bin. Aber auskommen tät ich auf jeden Fall. Dann müsste man sich halt eine andere Destination suchen. Die CO2-Emissionen des Flugverkehrs wachsen weltweit schneller als in allen anderen Bereichen. Bei unseren Schweizer Nachbarn wird deshalb jetzt auch überlegt, ein generelles Verbot von Inlandsflügen einzuführen. Die Schweiz ist relativ klein, die kann man mit der Bahn leicht durchqueren. Bei anderen Ländern ist das natürlich schwieriger. Ich bin voriges Jahr zur Schubertiade nach Dornbirn gefahren mit dem Zug. Da habe ich 9 Stunden von Wien gebraucht. Da hätte ich schon nach New York fliegen können. Also der Bahnverkehr müsste sich dann schon intern ein bisschen verbessern. Ja, diese Meldung hat sich heute wie ein Lauffeuer in der Redaktion ausgebreitet. Der Prozess gegen Sigi Maurer muss wiederholt werden. Die ehemalige Grüne ist ja wegen übler Nachrede verurteilt worden. Sie hat nämlich eine obszöne Nachricht erhalten, hat die dann veröffentlicht, inklusive dem Namen vom mutmaßlichen Verfasser. Was bedeutet das aber jetzt in Sachen Belästigung im Netz? Und was sagt auch Sigi Maurer selbst dazu? Mein Handy ist explodiert, bevor ich überhaupt was gewusst habe.
Ja, ich habe nicht damit gerechnet, dass das so schnell passieren wird. Aber Freude grundsätzlich. Es ist wohl der Paukenschlag des Tages. Das Urteil gegen die Ex-Grünen-Abgeordnete Sigi Maurer wird am Vormittag vom Oberlandesgericht Wien völlig überraschend aufgehoben. Doch was ist passiert? Mai 2018. Die ehemalige Politikerin macht obszöne Nachrichten öffentlich, die sie vom Facebook-Account des Besitzers dieses Wiener Biergeschäfts erhält, und zwar mit vollem Namen. Der bestreitet aber, der Verfasser zu sein, und klagt wegen übler Nachrede. Mit Erfolg. Sigi Maurer wird im Oktober letzten Jahres zu 7.000 Euro Strafe verurteilt, bis heute das erstinstanzliche Urteil schließlich aufgehoben wird. Die Beweislast für die Beschuldigte, den Wahrheitsbeweis anzutreten, wurde so hoch angelegt, dass in der Praxis dieser Beweis faktisch unmöglich wäre. Und aus diesem Grund hat das Oberlandesgericht die Entscheidung aufgehoben. Und es muss eine neue Hauptverhandlung erster Instanz stattfinden. Für die Ex-Abgeordnete ein erster Etappensieg. Ich fühle mich durch das OLG darin bestätigt, dass ich und auch viele andere Beobachterinnen ja immer diese Begründung für meine Verurteilung für sehr lebensfremd und absurd gehalten haben. Das sieht das Gericht offensichtlich auch so. Doch im Klartext bedeutet dieser Schritt nur, dass ein weiteres Mal verhandelt werden muss, und zwar von einem anderen Richter. Ein Freispruch Maurers wird durch die aktuelle Entscheidung zwar wahrscheinlicher, ist aber nicht zwingend gegeben. Naja, also klar, ich habe noch nicht gewonnen, wir müssen das alles nochmal von vorne aufrollen, aber es ist für mich schon die Urteilsaufhebung und die Begründung des Oberlandesgerichts ein sehr guter Hinweis dafür, dass es in der zweiten Runde eben anders ausgehen wird. Und ich nehme auch an, dass das Oberlandesgericht Hinweise in seinem Urteil drinnen haben wird, wie jetzt damit umzugehen wäre. Für beide Parteien geht das Spiel also noch einmal von vorne los. Bereits in wenigen Wochen rechnen Juristen mit einem neuen Verhandlungstermin. Für Maurer hat sich mit dem Posting vieles verändert. Sie erhält durch die Sexismus-Schlagzeilen weit mehr Aufmerksamkeit als in ihrer politischen Karriere. Internationale Medien wie die Deutsche Welt am Sonntag, die Zeit, der Spiegel und sogar der britische Guardian schreiben über die 33-Jährige und ihren Kampf gegen Hass im Netz. Mit einem Verein startet sie nach dem Urteil im Oktober sogar eine Crowdfunding-Initiative für Menschen, denen Ähnliches passiert ist. Doch das soll erst der Anfang sein. Mein Engagement gegen den Hass im Netz hat natürlich schon was mit dem Prozess zu tun, aber jetzt nicht unbedingt mit seinem Ausgang. Das, was wir brauchen, ist eine gesetzliche Änderung, sodass Betroffene von Hass im Netz sich unbürokratisch, schnell und ohne finanzielles Risiko wehren können. Das haben wir derzeit noch nicht. Das muss man weiter einfordern und Vorschläge machen. Über die versprochene Gesetzesänderung der Regierung ist derzeit noch nicht allzu viel bekannt. Doch Maurer kämpft vorerst ohnehin ihren eigenen Kampf und stellt klar: Wir haben das jetzt schon einmal durchgespielt, auf ein zweites Mal. Es gibt Jobs, die möchte man einfach nicht machen müssen. Zum Beispiel den Job eines Tatortreinigers. Und Rosalia Zellinger ist die erste Tatortreinigerin Österreichs. Ja, was für Sie da so jeden Tag am Programm steht und wo auch Sie an Ihre Grenzen stößt, sehr spannend gleich bei uns. Es ist wie ein Unfall, bei dem man einfach nicht wegschauen kann. Christian Mucher gegen Dominik Heinzl. Willkommen zurück bei der Promi-Schlammschlacht des Jahres. Heinzl beschimpft Mucher, Mucher beschimpft Heinzl. Es wird richtig schmutzig, aber was steckt denn dahinter? Steckt überhaupt was dahinter oder ist es nur heißes Blabla? Gleich bei uns. Bei uns in Österreich gibt es Jobs, die will man einfach nicht machen müssen. So zum Beispiel den Job eines Tatortreinigers. Ja, der ist schon sehr extrem. Sie macht ihn aber seit 10 Jahren. Rosalia Zellenka, Blutreste, Insektenbefall für Sie was ganz Normales. Wo aber selbst Rosalia an ihre Grenzen stößt. Mhm. Wir haben die erste Tatortreinigerin des Landes getroffen. Das ist schon ein Geruch, da verweigert der Körper dann schon auch das Atmen. Also kann man momentan nicht. Der Geruch des Todes. Ein ständiger Begleiter von Rosalia Zellenka. Sie ist die erste Tatortreinigerin Österreichs. Seit 10 Jahren schlüpft die Wienerin in Schutzanzug und Atemmaske und ist zur Stelle, wenn das Leben eines Menschen sein Ende nimmt. Uns erzählt sie von ihrem härtesten Einsatz, der nicht nur österreichweit für Entsetzen gesorgt hat. Blut, Insektenbefall, Fäkalien.
Rosalia Zelenka beseitigt die Spuren des Todes, bewaffnet mit Bürsten, Spachteln und Desinfektionsmittel. Doch wie unterdrückt man da seinen Ekel? Das Ekelgefühl natürlich, das wohnt in jedem Menschen und es gibt sicher auch das eine oder andere, wovor ich mich ekle oder meine Mitarbeiter sich ekeln. Man geht dann eben so vor, dass man denjenigen von dort wegholt und sagt, komm, ich mach das. Etwa ein- bis zweimal pro Woche rückt sie gemeinsam mit ihrem Team zu Tatorten in ganz Österreich aus. Angefordert von den Hinterbliebenen direkt oder von der Polizei. Ein Einsatz von Zelenkas Team kann zwischen 700 und 10.000 Euro kosten, je nachdem, wie stark die Verschmutzung am Fundort ist. Mit dem weit verbreiteten Bild des Tatortreinigers in Krimiserien hat ihr Beruf nur wenig zu tun. Im Fernsehen hat man Kriminalserien, Kriminalfilme. Da geht es darum, den Menschen zu packen, Spannung zu produzieren. Und also das hat mit unserer Arbeit gar nichts zu tun. Denn in ihrem Job geht es nicht um spektakuläre Mordfälle und spannende Tatorte, sondern vor allem um eines: Einfühlungsvermögen für die Hinterbliebenen. Man nimmt schon eine kurze Zeit diesen Schmerz und diese Last von den Menschen, indem dass man dort empathisch begegnet. Ein Einsatz bringt die erfahrene Tatortreinigerin an ihre persönlichen Grenzen. Als sie und ihr Team im Sommer 2015 an die österreichisch-ungarische Grenze gerufen werden, um einen Kühllaster zu reinigen, in dem 71 Flüchtlinge qualvoll erstickt sind. Das ist so belastend, wenn sie hier Rucksäcke rausholen von kleinen Kindern, vielleicht noch ein Spielzeug, ein Teddybär, und müssen das säubern, damit die Polizei Zugang dazu findet. Das finde ich schlimm und dafür brauche ich dann auch anschließend noch Zeit, um mich wieder gerade zu kriegen. Doch selbst in solchen Momenten gibt sie ihren Job nicht auf, denn sie hat das Gefühl, etwas wieder gut machen zu können. Du hast dazu beigetragen, dass sie wieder nach Hause durften und dass sie zu ihren Familien durften und die sie beerdigen konnten. Das ist für mich dann ein schöner Lohn. Auch wenn, oder vielleicht gerade weil, Rosalia Zelenka die Abgründe des Todes kennt, liebt sie das Leben. Also ich bin ein positiver Mensch und habe sehr viele negative Eindrücke. Aber ja, ich sehe es ganz einfach. Das Leben geht weiter. Denn eines ist klar. Auch wenn es neben Rosalia Zelenka bisher nur rund ein Dutzend Tatortreiniger in Österreich gibt, ihr Geschäft wird niemals aussterben. Feigling, Fett, Quotenhure. Also Sie sehen schon, für uns bleibt es schmutzig und es geht definitiv unter die Gürtellinie. Das sind Zitate aus der neuesten Schlammschlacht auf Österreichs Z-Promi-Himmel. Da geht's mal von Dominik Heinzl zu Christian Mucher und von Christian Mucher wieder zurück zu Dominik Heinzl. Hurra. Wir sagen nur ringfrei. Der Heinzl ist eine beleidigte Leberwurst, die es nicht aushält, dass wir die Wahrheit über ihn schreiben. Harte Töne gegen Society-Reporter Dominik Heinzl. Im öffentlichen Schlagabtausch nennt Verleger Christian Mucher diesen sogar eine, Zitat, Quotenhure. Aber was ist überhaupt passiert? Ich tue mir nichts, ich rede nicht mal mit ihm. Ich mache auch mit ihm keine Interviews. Ich zeige ihn ja nicht mal her. Alles startet mit dieser Kolumne. Unter dem Titel Heinzl-artig wettert Mucher hier gegen den Arbeitsstil des Promi-Berichterstatters. Ich meine, schau dir das an. Da liegt der am Boden, der alte Mann. Es hat doch mit Journalismus nichts mehr zu tun. Ich finde es nur erbärmlich, dass so etwas in Österreich zugelassen wird und alle panische Angst haben vor ihm. Wir treffen beide zum Interview und stellen Ihnen die exakt gleichen Fragen, um Ihren Standpunkt darzulegen. Warum widmet Verleger Mucher Heinzl gar eine eigene Kolumne? Weil der Dominik Heinzl sich einen Spaß daraus macht, Leute abzuqualifizieren, zu diskreditieren und lächerlich zu machen in seiner Kolumne. Und das hat er zum Beispiel mit Christian Bisutti, einem 72-jährigen Fotografen, gemacht, der die Stufen beim Hahnenkammrennen von der Tenne in Kitzbühel hinuntergefallen ist. Und dem er gesagt hat, das kannst du dir am Sonntag anschauen. Du, es allen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Und dass ich anecke, das war immer so. Tut mir leid, wenn er sich da auf den Schlips getreten fühlt. Entsprechend dicke Luft herrscht, als die beiden jüngst am gleichen Society-Event am Machfelderhof aufschlagen.
So viel steht fest, ein Kameramann von Heinzels Team filmt Mucha vor Ort. Wie es dazu kommt, könnte sich aber nicht unterschiedlicher darstellen. Was hat sich also genau zugetragen? Ich war nicht involviert, sondern mein Kameramann und mein Tonassistent Harald Priester und Marcel Wahab kamen ganz aufgelöst zu mir und gesagt, wir dürfen den Mucha nicht filmen. Sag ich, eh nicht, will ich eh nicht. Ja, aber in der Totalen darf er auch nicht zu sehen sein und wenn er im Bild ist, dann müssen wir ihn unkenntlich machen. Nur frage ich mich, warum er sich dann mitten in den Marfelderhof setzt. Behauptet, dass ich wortwörtlich seinem Team mitgeteilt hätte, man sollte mich unkenntlich machen. Das ist lächerlich. In den Machfelderhof geht man, weil man voraussetzt, dass man dort gefilmt wird. Aber man will natürlich nicht in Großaufnahme gefilmt werden, wenn ein Society-Reporter zu Beginn des Abends zu einem kommt und einem wilde Rache ankündigt, weil man gerade eine Kritik über ihn in der eigenen Zeitung gebracht hat. Deswegen habe ich den Kameramann gebeten, von einer Großaufnahme abzusehen. Wer die beiden kennt, weiß, dass diese Causa wohl lange noch nicht abgeschlossen ist. Erfolgreich sein wie Heidi Klum, Gigi Hadid oder Kendall Jenner. Es als Model zu schaffen in Amerika, diesen Traum haben viele Mädels, so auch die Katharina Holler aus dem Burgenland. Und sie ist dafür auch wirklich ausgewandert nach Los Angeles. Sie hat es auch tatsächlich geschafft. Wie sie da das große Model geworden ist und was für sie am härtesten ist in L.A., das hat sie uns erzählt, als wir sie dort besucht haben. Teil 2 unserer Wochenserie Big in Hollywood. Auswandern und alles hinter sich lassen. Eine Entscheidung, für die es viel Mut bedarf. 14.000 Österreicher haben sich getraut. So viele leben aktuell in Kalifornien, dem bevölkerungsreichsten Bundesstaat der USA. Mehr als 39 Millionen Menschen leben hier. Katharina Holler ist eine von ihnen. Hallo, mein Name ist Katharina Holler und ich bin nach L.A. ausgewandert. Sie lebt ihren Traum in Los Angeles. Sie ist big in Hollywood. Ich bin super happy, dass ihr heute hier seid. Und ich habe jetzt aber einige Castings. Ihr könnt mich natürlich gerne ein bisschen begleiten. Aber heute ist es ziemlich stressig und ich muss jetzt mal los. Nachdem Katharina einen Modelvertrag unterzeichnet, geht es für die Burgenländerin Schlag auf Schlag. Seit September letzten Jahres ist Los Angeles ihre neue Heimat. Als gefragtes Model ziert sie immer wieder Cover großer internationaler Modemagazine, shootet für Modestrecken, fliegt von Job zu Job. Ehrlich gesagt war die Anfangszeit für mich hier nicht sehr gewöhnungsbedürftig. Also als ich zum ersten Mal hier war, hatte ich irgendwie das Gefühl, so, hier bin ich zu Hause. Und jetzt ist es auch mein Zuhause geworden. Und das zugegeben teure Leben in den USA muss sich Katharina mit Castings und Modeljobs finanzieren. Nicht selten hetzt sie von Casting zu Casting, um einen der begehrten Jobs zu ergattern. Eine Stunde zu Fuß. Ich muss jetzt noch zu 2 Castings. Es ist jetzt 10.51 Uhr und ich habe nur bis 12 Uhr Zeit, aber die sind auseinander, ein bisschen distanzmäßig. Das heißt, ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Sich alleine in einer neuen Stadt zurechtzufinden, nicht immer einfach für das 1,76 große Model. Neben ihrem festen Freund ist es für Katharina nicht leicht, anderweitig Bekanntschaften zu schließen. Ich habe das Gefühl, wenn ein Österreicher dich mag, dann mag er dich. Hier ist es viel gefälschte Freundschaft. Als ich hierher gekommen bin, also das war für mich sicher eine der schwierigsten Sachen. Ich hatte immer so ein bisschen das Gefühl, ich bin halt aus Österreich und ich war halt einfach die Einwandererin. Ich hatte dann Gott sei Dank das Glück, dass ich hier 2 Leute kenne aus Österreich, die schon länger hier sind. Das heißt, ich habe dann mit denen connected. Wie gesagt, ich habe auch meinen Freund hier. Irgendwie hat sich das alles gut ergeben, aber ich würde sagen, dieses Thema Anknüpfen ist sicher die Hauptherausforderung. Zwischen den Castings muss auch gegessen werden. Ihr absoluter Lieblingsplatz dafür ist der Grand Central Market in Downtown. Wenn ich Castings habe, komme ich gerne mal hierher. Der 100 Jahre alte Markt gilt als Hotspot für die neuesten Foodtrends der Stadt. So sehr ich meinen Job auch liebe, ich glaube, ich liebe Essen mehr. Mit Speisen aus aller Welt kommen Genießer hier auf ihre Kosten. Auch wenn Katharina mit guten Genen gesegnet ist, wie sie sagt, und essen kann, was sie möchte, bei unserem Interview gönnt sie sich nur einen Obstsalat. Zurück zum Casting-Marathon. Ich habe ein Casting für eine Jeansmarke. Man nennt keinen Namen. Aber ich habe es jetzt ein bisschen eilig. Ich muss da jetzt rein und wir sehen uns dann gleich, okay? Ich nehme dich nicht mit, weil ich glaube, dann kommen die Beschwerden. Bis später. Mindestens 2-mal im Jahr besucht Katharina ihre Heimat Österreich. Für all jene, die ebenfalls mit dem Gedanken spielen, auszuwandern, hat Katharina folgenden Rat.
weiß, es ist super Klischee, aber ich denke mir, wenn man wirklich was möchte und mit viel Ambition an die Situation rangeht, dann wird es auch gelingen. Und deshalb wäre mein Tipp, dass man es einfach machen soll. Also ich möchte nicht alt sein und mir denken, was wäre, wenn ich das und das getan hätte. Katharina Holler, gefragtes Model, ist in die USA ausgewandert und das mit Erfolg. Mit viel Mut und Ehrgeiz lebt sie ihren American Dream und ist big in Hollywood. Und den großen Durchbruch, den möchten auch Sie schaffen. Die Bewerber von 2 Minuten 2 Millionen, ja, mit Ihren Ideen möchten Sie einfach voll durchstarten. Und heute um 20.15 Uhr auf Puls 4 gibt es wieder einige dieser Ideen, die auch einen Investor suchen. So zum Beispiel auch diese hier, Fairtrade Kaschmir. Ja, ich weiß ganz genau, woher der Pulli kommt, den ich gerade anhabe, nämlich vom Startup Direct Kaschmir und von dem Mann hier neben mir, Matthias Gebauer. Schönen guten Morgen. Morgen, hallo. Direct Kaschmir. Was ist das Besondere an deinem Startup, wenn man quasi bis zur Ziege weiß, woher der Pulli kommt? Bei Kaschmir ist leider ganz, ganz viel schlechter Kaschmir im Umlauf. Okay. Deswegen ist es extrem wichtig, dass man weiß, wo der Kaschmir herkommt. Und ich habe das große Glück, dass ich einen guten Freund in der Mongolei habe, der unser Produzent ist und wir wirklich bis zu den Nomaden und eben den Ziegen im Kaschmir nachverfolgen können. Das heißt, das ist die Faser, wie sie tatsächlich von der Ziege dann kommt? Genau, also das ist jetzt nur gewaschener Kaschmir. Das ist Rohkaschmir, der wirklich einfach nur gewaschen ist und noch nicht weiter behandelt worden ist. Wie Teddybär fühlt sich das an, schade, das ist jetzt kein Gefühlsfernsehen. Und das ist das fertige Produkt, jetzt ist ein Schal? Genau, ja. Wie fühle ich das? Wir machen einen Test. Also es ist so, ich fahre mal sowieso drüber über die Faser und es muss sich einfach warm anfühlen. Ja? Wenn er sich kalt anfühlt, dann ist er eben meistens chemisch behandelt und das wollen wir nicht. Zweite ganz wichtige ist, man nimmt den Schal und reibt ihn an einer empfindlichen Stelle, das ist zum Beispiel der Hals oder eben die Wange. Und da muss er sich angenehm anfühlen. Wenn der ein bisschen kratzt, dann ist das gleich mal ein Zeichen dafür, dass andere Tierhaare mit reingenommen worden sind und dann doch keine 100% Kaschmir sind. Matthias, der Preis ganz wichtig. Wie viel kostet bei Direct Kaschmir ein Pulli? Also wir haben es jetzt geschafft, eben durch die Optimierung unseres ganzen Vertriebsweges und der Produktion, einen 100% Kaschmir-Pullover um 149 Euro anbieten zu können. Wobei man eben sagen muss, da sind wir in der Qualität, in der wir uns bewegen, wirklich in einem unglaublich guten Preissegment. Deine Pullis kann man momentan online kaufen. Heute Abend der große Auftritt bei 2 Minuten 2 Millionen. Mit welchen Erwartungen? Ja, also ich erwarte mir eigentlich schon recht viel. Geld? Also, klar, also es ist natürlich, also die ist eine schöne Chance, mal zu sehen, was sagen eigentlich erfahrene Investoren zu dem Ganzen. Und natürlich, also da gibt es schon ein paar, die interessant wären für uns und die uns sicher weiterhelfen könnten. Und natürlich auch ein bisschen eine Finanzspritze ist sicher nicht das Schlechteste, was uns passieren kann. Viel Erfolg für heute Dankeschön. Abend. Dankeschön. Und wenn Sie wissen wollen, ob sich die Investoren auch einen Kaschmir-Pulli anziehen, schalten Sie ein auf Puls 4. 20.15 Uhr, 2 Minuten, 2 Millionen. Es ist gerade Zeit der Riesen-Comebacks, oder? Mhm. Wer kommt da alle zurück? Na, die Spice Girls zum einen normal, mit einem Member weniger, aber auch die Serie Beverly Hills 90210 und sie, Modern Talking, sind zurück. Es gibt aber ein sehr großes Aber. Mhm. Welches das ist, verraten wir Ihnen gleich. Aber. Ich kann es nicht glauben, aber die Monobraue, die Frida Kahlo-Braue ist wieder in. Und damit willkommen zurück zum Kaffeepuls-Magazin. Modetrends, auf die Welt nicht gewartet hat. Es wird gleich unglaublich schier kopfschüttelnde Lücke, sage ich nur. Gleich mehr dazu. Davor aber haben Sie sich vielleicht im Büro geärgert über einen Kollegen, über den Chef. Dann haben wir jetzt vielleicht das Richtige für Sie, so einen Punching Ball für den Schreibtisch. Kann man seiner Wut dann so richtig schön freien Lauf lassen? Magst du das nicht nochmal machen? Ja, das war so schön. Ja, aber ob das Ganze auch funktioniert? Ich meine, das muss ja auch wirklich halten und so. Unsere Produkttester haben wieder zugeschlagen. Diese Gadgets schlagen ein und bringen unsere Tester an ihre Grenzen. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Unsere Tester, die Jungen Antonio und Nadine und die Draufgänger Mika und René testen für uns die neuesten Gadgets. Okay. Ich
chinesische Symbole. Ah, Disco-Kugel. Made in China. Damit kann man das an die Wände reflektieren und dann glaubt man, dass man unterm Sternenhimmel liegt. Es ist ein Sternenlichtprojektor um 21,99 Euro. Laut Hersteller kann man sich mit diesem Gadget den Sternenhimmel ins Schlafzimmer holen. Wie romantisch, oder? Oh. Doch bevor es romantisch wird, müssen unsere Tester den Sternlichtprojektor mit Hilfe dieser Anleitung erst zusammenbauen. Oh nein. Die Anleitung ist auf Chinesisch. Ake schlechti. Oh nein. Es sind solche Zeichnungen. Glaubst du, wir schaffen es nur anhand der Zeichnung? Sicher. Um einen Sternenhimmel zu bekommen, sollen die Einzelteile zuerst zusammengeschraubt werden. Wir brauchen einmal dieses Teil, brauche ich jetzt einmal. Nein, siehst du, das kommt da rauf und jetzt schraubt man das da fest. Kannst du mir mal das rübergeben, bitte? Na, das ist die ganzen Kartriemen. Das hier muss von hier durch. Das ist sehr filigran und sehr plastikös. Ah! Ah? Schau mal. Nach 20 Minuten Aufbauzeit steht die Basis. Nun muss der Lampenschirm gefaltet und mit Klebeband zusammengeklebt werden. Das ist irgendwie drumherum falten. Ich will nicht lesen. Aber da muss es. Ich meine, wir können es nicht lesen. Also A auf A, B auf B. Ich will einfach nur, dass es vorbei ist. Schon fast aus für lauter Spaß. Ich kann mich fast gar nicht mehr halten. Ich krieg einen Nervenzusammenbruch. Wir sind mit der Tick-Suck-Klebestreiftechnik mit Origami nicht so vertraut, aber es ist doch ein achteckiger Ball geworden. Stecken wir es rauf, drehen das Licht ab und genießen einen romantischen Abend. Damit der Projektor auf seine Leuchtkraft getestet werden kann, schalten unsere Tester das Licht aus. Eins, zwei, drei. Ja, schön, wunderschön. Ja, wunderschön. Also, so. Ich glaube nicht, dass das Licht stark genug ist. Das Licht wirkt einfach zu schwach. Ich zeig dir jetzt den Leben. Ach so? Ja. Wow. Oh, das strahlt ja fast so. Schau dir den Vergleich an. So wie es dargestellt ist auf dem Karton, auf der Verpackung, wo es den ganzen Raum ausleuchtet. Das ist so weit weg wie die Sonne von der Mond. Also um das in einem Wort zusammenzufassen, Fail. Das Ergebnis ist, möchte ich mich jetzt nicht zu sehr auslassen, deswegen gebe ich -3 von 5 Sternen. Es hat absolut nicht funktioniert und nicht nur das, man hat auch wirklich viel Zeit darin investieren müssen, es selber zusammenzubauen und das war so eine Enttäuschung, also 0 von 5 Sternen. Mit keinen Worten, dieser Test, der war für nix. Schau mal. Dankeschön. Pack's aus. Ja, geschafft. Oh, cool. Desktop-Punchball, das Richtige für die. Unser zweites Gadget ist ein Mini-Boxball um 14,38 Euro. Stell auspacken. Wir sind da raus, wir wieder. Doch bevor er auf dem Schreibtisch aufgestellt werden kann, muss er zuerst mit der mitgelieferten Pumpe aufgepumpt werden. Glaubst du nicht, dass das unangenehm ist, da dagegen zu hauen, wenn das so fällt? Brauchen wir nicht, ich halt und du hast zu. Stell es mal auf den Tisch. Das bringst du nicht runter. Aber du kannst dich mit aufheben. Ja. Ich glaube, das ist ziemlich fest. Er saugt sich auch gut an. Gell? Laut Hersteller ist der Mini-Boxball das perfekte Gadget, um Aggressionen und Stress am Arbeitsplatz loszuwerden. Das Mehl macht mich narrisch. Wenn ich da reinschlag, denke ich dran, wie sie mich zur Weißglut bringt. Danke. Als Trainingsersatz würde ich das jetzt nicht einstufen, weil halt die Wertigkeit ist da für eine richtige Trainingsauspowerrunde nicht gegeben ist. Wenn man keine Lust mehr hat, auf der Uni irgendwas zu schreiben oder so, und dann haut man so ein paar Mal rein und dann geht's wieder. Zu Hause und auf der Arbeit würde ich das verwenden. Ich glaube, ich würde es überall verwenden. Meine Bewertung für dieses Gadget, super hervorragend verarbeitet, Mörderhalteeffekt, macht Spaß, ist lustig. 4 von 5 Sternen. Ich gebe dem Gadget 5 von 5 Sternen, weil es einfach nur cool ist. Es ist richtig witzig und es macht Spaß.
Unser Fazit: Während manche Gadgets bei unserem Test keine Erleuchtung bringen, schlagen sich andere dafür gut. Ich will diesen Punching Ball haben. Willst du mir damit irgendwas sagen? Nein, du sitzt hier neben mir, dich würde ich hier gleich treffen, also da schlage ich direkt zu. Schön, gut das zu wissen. Was die Welt auf keinen Fall braucht, sind Modetrends wie diese hier, oder? Das bitte ist eine Mickey Maus Handtasche von Gucci im Wert von 3.500 Euro. Ja, schön, oder? Mhm. Modetrends, auf die die Welt nicht gewartet hat, es wird nur viel schlimmer. Die diesjährigen Fashion Weeks sind vorbei. Diese Looks haben sie hinterlassen. Verspielte Blumenmuster, stylische Hüte und Retro-Looks sind die It-Pieces der kommenden Saison. Aber nicht jeder Hype des Laufstegs ist tatsächlich auch straßentauglich. Die Monobraue. In Sachen Augenbrauen heißt das Motto heuer ganz klar: je buschiger, desto schöner. Und das im besten Fall ununterbrochen. Die Monobraue. Sie findet wieder großen Zuspruch in der Modewelt. Ist höchstwahrscheinlich der wohl umstrittenste neue Beauty-Trend. Ich würde sagen, losgetreten hat ihn schon die mexikanische Künstlerin Frida Kahlo, die es damals trug, um ihrer Stärke Ausdruck zu verleihen. Und genau das ist es jetzt eigentlich wieder. Es gibt eine Bewegung dazu, es gibt einen Instagram-Hashtag, der nennt sich Unibrow Movement. Und da posten sich Frauen mit ihrer Monobraue, um zu zeigen, wir finden das schön. Wird sich höchstwahrscheinlich auch nicht ganz durchsetzen, aber wenn man in der Früh einen Stress hat und nicht zum Augenbrauenzupfen kommt, das ist jetzt modern. Die Minitasche. Nach seinem Riesenstrohhut und der überdimensionalen Strandtasche setzt Designer Jacques Mue jetzt auf Minimalismus. Viel Stauraum bietet diese Tasche nämlich nicht. 12 cm misst das Trendaccessoire. Dafür hat sie aber einen ganz schön stolzen Preis. Rund 400 Euro müssen Fashionistas für das scheinbare It-Piece hinblättern. Ja, es ist tatsächlich die Mega-Mikrotasche, war eigentlich als Gag nur beim Catwalk-Defilé gedacht und hat sich jetzt als Trend durchgesetzt. Ich weiß nicht, ob sehr erfolgreich sein wird, weil nicht meine Kreditkarte hineinpasst, aber es ist definitiv sehr gefragt. Die Radlerhose. Fahrradkurier oder Modevorreiter, auch für diesen Hype bedarf es etwas Mut. Die hautengen Radlerhosen. Das Kultkleidungsstück der 90er Jahre ist wieder hoch im Kurs. Für das Styling gibt es tatsächlich neue Ideen. Kann man heuer tatsächlich ganz cool stylen und muss nicht so mega retro ausschauen. Am besten einen dunkelblau wählen oder in schwarz, dazu einen langen Blazer, Sneakers oder Riemchensandalen. Und es ist eigentlich ein wirklich city-tauglicher Look. In Modeangelegenheiten erwartet uns in dieser Saison ein vielfältiges Angebot. Mal wieder. Wem's gefällt, bitteschön. Ein riesengroßes Comeback hat sich heute angekündigt. Modern Talking kommt zurück. Mit einem ganz großen, dicken, fetten Aber. Nur einer dieser beiden wird das Comeback starten. Aber was ist denn ein Comeback dran? Ich weiß es. Wir kommen zu den Promi-News des Tages. Das Comeback des Jahres. Pop-Titan Dieter Bohlen bringt Modern Talking auf die Bühne zurück. Gemeinsam mit Thomas Anders startet Bohlen in den 80ern damit seine Megakarriere. Vor 16 Jahren steht das Duo zum letzten Mal gemeinsam auf der Bühne. Und das soll auch so bleiben, denn Thomas Anders ist beim großen Revival am 31. August in Berlin nicht mehr mit von der Partie. Dieter Bohlen verspricht trotzdem ein Hitfeuerwerk. Und das sogar mit Gottes Segen. Der liebe Gott wird uns einen warmen, kuscheligen Abend schicken. Ich rede mit ihm. Seid dabei, verpasst es nicht. Mein einziges großes Open-Air-Konzert in Deutschland. Der Ticketvorverkauf startet Mittwoch. Diese Bilder haben Seltenheitswert. Angelina Jolie nimmt 4 ihrer 6 gemeinsamen Kinder mit Brad Pitt zur LA-Premiere von Dumbo mit. Ein gefundenes Fressen für die Fotografen. Denn seit der Trennung des Ehepaars 2016 sind solche Familienauftritte rar geworden. Dumbo, das Remake des Disney-Klassikers, startet am 28. März in den heimischen Kinos. Ein flotter Dreier mit Heidi Klum? Diese Einblicke in das Liebesleben der 45-Jährigen mit ihrem Verlobten Tom Kaulitz geben aktuell viele Rätsel auf. Ein Schnappschuss aus dem Bett der Modelmama dir nicht gleich klar macht, wer hier was mit wem treibt. Erst beim genauen Nachzählen der Körperteile steht fest, alles ganz harmlose traute Zweisamkeit beim gemeinsamen Fußballschauen.
Sie bringt Mensch und Tier zum Verzweifeln. Kein Essen ist vor ihr sicher. Die Rede ist von Ziege Tati. Zu Hause ist sie am Gutshof Eiderbichl in Salzburg und wir waren hautnah dabei, was für ein Gefraß sie eigentlich sein kann. Aber ein Liebes. Ja, ein super Liebes. Stur wie ein Bock, aber keine dumme Ziege. Auf Gut Eiderbichl in Hendorf leben über 100 Ziegen. Doch keine ist wie sie. Ziege Tati ist eindeutig die Chefin auf dem Gutshof. Die Tati bringt hier abwechselnd Leute zum Lachen und zum Verzweifeln. Wenn die Ziege mit dem Herz auf der Stirn in Hendorf ihre Runden zieht, sind groß und klein begeistert. Vorerst. Denn schnell bemerken auch die Besucher, Tati lässt sich von nichts und niemandem abhalten. Meckern hilft bei ihr tatsächlich gar nicht. Tati! Ja, sag einmal, wo ist mein Monster? Komm, aber jetzt rasch. Okay? Jetzt gehen wir aber rasch aus. Egal ob Blumen, ganze Mahlzeiten. Das geht ganz schnell bei ihr. Lauern, sprinten, Angriff. Tati. Oder Kinder wegen. Vor der Eiderbichler Chefziege ist nichts und niemand sicher. Denn die schlaue Hofbewohnerin weiß nur zu gut, wie sie mit dem Kopf durch die Wand oder besser gesagt aus Gartentürtel kommt. Kunststücke wie Pfote geben und hopp beherrscht die selbstbewusste Ziegenlady natürlich auch. Doch die zu sehen, kostet. Sie macht's nur für Leckerlis. Tati hat eben schnell herausgefunden, dass nur dumme Ziegen sich zu billig hergeben. Bei jedem ihrer stolzen Schritte wird man das Gefühl nicht los, dass sie schon wieder etwas Neues im Schilde führt. Und trotzdem, oder vielleicht sogar ja gerade deshalb, ist sie hier der absolute Star. Sie ist so schön, sie hat das Herz im Gesicht und das gefällt mir so gut. Ich hab sie einfach total gern. Das gute alte Sprichwort, Frechheit siegt, gilt eben nicht nur bei uns Menschen, sondern auch im Tierreich. Und wer sein Herz nicht auf der Zunge, sondern sogar noch auf der Stirn trägt, der hat ja sowieso schon gewonnen. Es ist kurz vor acht, es fehlt nur mehr unsere gute Nachricht des Tages. Und bei unserer heutigen guten Nachricht war unser Chef ganz gerührt, als er sie gelesen hat. In Indien gibt es das erste Krankenhaus für misshandelte Elefanten. Die Dickhäute haben es in Indien nämlich wirklich nicht leicht, werden in Käfigen gehalten, nicht nur als Transportmittel verwendet, sondern wirklich auch regelmäßig misshandelt. Und das, obwohl sie eigentlich unter Naturschutz stehen. Jetzt dürfen sie in dieser Klinik wieder ihren Lebensabend genießen und werden da gepflegt und gehegt. Denen geht es wirklich gut. Und damit verabschieden wir uns, wünschen jetzt viel Spaß mit dem Sportflash und uns gibt es dann morgen wieder um 19 Uhr. Einschalten. Tschüss.